Marvin hier. Hey, ich will voll gerne ein Video aufnehmen über den Radical Honesty 8-Tages-Workshop und den Intensive Deep Dive Tieftauchgang Radical Honesty Vollprogramm Workshop. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich mir gemerkt hätte, was beim letzten Workshop mein Co-Trainer Michael Kreuzwieser gesagt hat. Ich versuche die ganze Zeit, mich daran zu erinnern, an die Worte. Und ich hoffe, dass ich mir selber jetzt genug Freiraum geben kann beim Sprechen, dass ich dann nicht so sehr dran hänge. Weil ich skripte die Videos nie. Weil ich merke so, wenn ich Videos skripten will, dann bin ich zu sehr darauf aus, dass ich es genauso wiedergebe. Und wenn ich gar keinen Plan habe, so wie jetzt ungefähr, dann ist. Aber gut, also ich will über den Radical Honesty 8-Tages-Workshop reden und was den eigentlich auszeichnet im Vergleich zu anderen Workshops. Ja? Also ich. Stell mir vor, eine der wichtigsten Elemente an dem ganzen Ding ist, dass du einfach mit 14 anderen Menschen am Start bist, die auf die gleiche Reise gehen und die gleiche Intention haben, sich mehr zu zeigen. Und ich, also für mich als Teilnehmer ist fast immer das Krasseste an den Workshops, dass ich halt andere Menschen, die da sind, irgendwie nach 2 Tagen tiefer oder anders, sagen wir anders, kenne als Familienmitglieder. Dass da so viel passiert und dass ich Menschen mit verschiedenen Emotionen erlebe, dass ich die Lebensgeschichten höre von Menschen, das hat, macht so viel bei mir, dass da einfach eine Verbindung entsteht mit anderen Menschen, die sonst wirklich aus meiner Sicht in sehr wenigen Umgebungen entsteht. Also ein vertrautes Verhältnis, wo ich einfach wirklich viel weiß über die anderen Menschen und die auch über mich. Ja. Und so, ich glaube, für mich ist die gesamte Reise bei diesem Workshop ist wieder, ja, als kreativer Schöpfer, als kreative Schöpferin meines oder deines Lebens wirklich in Aktion treten zu können. Also quasi, ja, in meine Kraft kommen, mein Leben zu kreieren, in die Kraft kommen, Dinge anders zu machen und meine Geschichte, die ja da ist, die jeder hat, ja, dass die halt nicht mehr vergangenheitsbasiert so ein starkes Gewicht auf mein Hier und Jetzt hat, sondern dass ich wieder lerne, meine Aufmerksamkeit zu benutzen, auf andere Bereiche zu lenken und halt nicht nur ja, reagiere auf die Vergangenheit, sondern wirklich mehr in die Kraft komme, kreativ im Hier und Jetzt, Liebe in die Welt rauszubringen, Beziehungen zu kreieren. Projekte zu kreieren, wie auch immer, ja. Also es ist wirklich ein Kurs für mich, worum es darum geht, meine Quelle der Kraft zu kontaktieren, und so die Blockaden auszuräumen, die ich vielleicht über die Jahre aufgebaut habe, ja, mit denen ich mich halt aus der Präsenz abbringe, mit denen ich mich aus Kontakt abhalte. Also eine Option im Workshop mal wirklich so den Autopiloten der eingefahrenen Kommunikationsstrategie-Muster, den mal ruhen zu lassen, mal quasi die Maske da sein zu lassen, aber auch ja zu schauen, so was ist denn über die Jahre verloren gegangen, was zeige ich sonst von mir nicht, was für ja, Aspekte würde ich sonst eher wegdrücken wollen, wo würde ich lieber den Deckel drauf machen wollen. Hey, und dann um zu merken, so was halt sehr oft passiert auf dieser Reise, ist, dass ich checke, dass es genau die Dinge sind, die Aspekte, die ich sonst gerne verstecke, die ich sonst nicht zeige, die wirklich dann anderen Menschen erlauben, sich mit mir zu verbinden. So dass es sowas wie eine anstrengungslose Verbindung gibt, wo ich nicht den ganzen Tag strategisch überlegen muss, wie ich das früher gemacht habe, so insbesondere im Dating-Bereich. So ist wie, ja, wenn das sagen und dann Strategie und wenn sie das macht. Dann sagt das oder wenn so und so, dass es halt alles nicht sein muss, dass es sowas wie wirklich anstrengungslose Verbindung gibt, auch mit Dingen, die wir sonst eventuell nicht dazu nutzen würden für Verbindung, so wie Wut. Ja, also in diesen Workshops, wirst du erleben, habe ich oft erlebt, wie ich wütend sein kann und dass die Verbindung nicht schwächt und auch nicht zum Abbruch der Verbindung führt, sondern dass es die Möglichkeit gibt, ja, 2 Menschen sind wütend und in dieser Energie ist trotzdem Verbindung und wenn wir dabei bleiben, kann danach, weil wir diese Erfahrung gemeinsam gemacht haben,
viel mehr Vertrauen entstehen. Und das sind für mich so magische Momente, wenn wir irgendwie in Prozessen sind, wo es irgendwie, wo man denkt, wow, wie kommen wir da wieder raus? Aber wenn wir dabei bleiben und die Wahrheit sagen, wirklich was los ist, dann passiert halt oft wirkliche Transformation. Ja, so das ist so das, was ich sehr mag an diesen Workshops. Ja. Und ich denke immer noch, ich rede und ich versuche mich immer noch an Michaels Worte zu erinnern, weil er hat es so cool gesagt. Mensch, ja, und ich mag, was ich gesagt habe bisher. Ich schaue gerade auf die Uhr. Will ich noch was sagen? Ja, für mich geht es bei diesen Workshops wirklich um Verbindung und um Liebe. Also jetzt nicht persönliche Liebe, dass ich mich in alle verliebe, sondern dass ich wirklich im Raum bin, wo selbst Liebe praktiziert wird, was für mich bedeutet Aufmerksamkeit. Also für mich persönlich sehe ich, wenn ich wirklich mit dem bin, was ist, und meine Aufmerksamkeit ja einfach lasse, ruhen lasse, das ist für mich Selbstliebe in Aktion. Also keine Technik, dass ich mir einrede, guck in den Spiegel und lieb dich, sondern dass ich wirklich lerne, egal was passiert, im Hier und Jetzt, es anzunehmen, zu erleben, und das ist für mich Selbstliebe in Praxis. Und wenn wir in so einem Raum sind, wo es alle Menschen machen, da entsteht halt sehr viel, ja, liebevolle Neugierde und liebevolle Akzeptanz, nicht nur für mich, sondern für das gesamte Spektrum der Menschlichkeit, ja, für die eventuellen Fuck-ups, die wir haben, für Dinge, die wir gemacht haben, für die wir uns schämen. Wenn wir die halt ins Licht rücken können und da offen und wirklich ehrlich drüber reden, dann können sich auch wirklich schwierige Dinge transformieren. Ich habe oft erlebt, in mir als Teilnehmer, in anderen als Workshop-Leiter, dass es wirklich ja, krasse Dinge stattfinden können, wenn wir die Wahrheit sagen. Ja. Ich finde es einfach cool. Ich mag 8 Tage Radical Honesty sehr. Es ist eine intensive Zeit, eine schöne Zeit, eine aufregende Zeit, eine sehr lebendige Zeit. Und wie gesagt, am Ende des Tages geht es für mich immer darum, wieder in meine Kraft zu kommen, auch im Körper, wieder mehr in den Körper zu kommen und daraus, aus dem Hier und Jetzt, wieder meinen Verstand benutzen zu können, um wirklich schöne Dinge rauszubringen, anstatt mich die ganze Zeit mit meinem eigenen Denken und mit meinem eigenen Verstand irgendwie klein zu machen oder abzuhalten, weil das anstrengend und anstrengend und auch anstrengend. Genau. Einen Satz sage ich noch, ich bin gerade so ein bisschen on fire. So, ich sage ganz gerne, dass die Reise damit ist halt wirklich so, am Anfang geht es darum, wieder zum Körper zu kommen, zu den Sinnen zu kommen, das Vertrauen in den Verstand zu verlieren, dass alles, was ich denke, wirklich stimmt. Das kann ich nicht, das darf ich nicht. Und dann daraus irgendwann wieder, wenn ich wieder mehr Freiraum habe von meinem eigenen Denken, mich nicht mehr so krass anstrenge hier, dass ich dann irgendwann mein Denken zurückgewinne als kreatives Werkzeug oder Spielzeug, um mich wirklich auszudrücken in der Welt. Und das ist so für mich die Idee, wo wir hinwollen, wo ich gerne dich oder Teilnehmer oder Menschen hin begleiten möchte in diesem Workshop-Format. Yeah, cool, 9 Minuten, was bin ich denn? Ich spüre, ich habe mich ein bisschen angespannt am Ende, im Bauch und Energie hier. Und ich denke, das war doch ziemlich korrekt.